Eine neue Projekte beginnt mit diesem Videostart. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werden wir was Spezielleres bauen. Wir haben nämlich hier schon was liegen. Was es damit auf sich hat, werde ich später noch auflösen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Massivholzzuschnitt an. Ich freue mich da richtig drauf, denn ich kann alles auf der Formatkreissäge zuschneiden. Das sollte deswegen ziemlich gut funktionieren. Und jetzt geht's los. Die ist leider zu groß. Schubidubidu. 1, 2, 3. So, bevor wir jetzt das andere Holz weiter herrichten, werden wir uns erstmal um die Paneele kümmern, die wir verleimen müssen. Denn in der Zeit kann das Ganze dann trocknen. Und dann kann ich später vielleicht, wenn das andere fertig ist, direkt mit den Paneelen weitermachen. Ich benutze dafür wieder meine Rohrschraubzwing. Und weil das hier verzinkte Rohre sind, dann kann man hier halt eben diesen Überschuss, wenn da mal Holzleim auf den Rohren drauf ist, ganz einfach abschieben. Oder man schiebt hier einfach diese bewegliche Backe über das Rohr und so kann man halt eben auch den Holzleim ganz, ganz einfach lösen. Die ganzen Bretter hier sind jetzt natürlich noch ein bisschen dicker, als wir es eigentlich benötigen, denn weil meine Hobelmaschine halt eben einfach so breit hobeln kann, will ich einfach später nochmal alles durch die Hobelmaschine schieben, damit wir hier halt einfach direkt auf unser Maß kommen. Zudem ist der Langbandschleifer derzeit nicht so wirklich einsatzbereit, weil die Absaugung noch nicht da läuft. Deswegen müssen wir das heute ein bisschen anders machen, wie ich es halt eben bis dato gemacht habe. So, erstmal nach der Farbe so ein bisschen sortieren und jetzt achte ich natürlich auf die Maserung, dass wir das entsprechend auch verlegen. Ich lege das immer nach Kern an Kern, Splint an Splint aus und danach stürze ich jedes zweite Brett, damit wir halt eben diesen geschwungenen Verlauf haben, dass das Brett auch später sehr, sehr stabil sein wird. Als nächstes müssen wir uns natürlich noch um hier diese Teile kümmern. Die habe ich bereits auf 20 mm gehobelt. Das werde ich jetzt auch bei diesen hier machen. Aber die hier werden wir später nochmal hobeln. Deswegen werden wir die erst viel, viel später fertig bearbeiten. Denn das hat einen Grund. Es geht so um eine optische Frage, aber dazu dann halt eben mehr. Das heißt, die werden wir jetzt einmal auf 20 mm dicke hobeln und auf einmal 100 mm Breite. Denn das sind quasi unsere Verbinder, wo dann später hier diese ganzen Sprossen rein müssen. So, klitzekleine Unterbrechung. Eigentlich wollte ich jetzt diese ganzen Teile auf Länge zuschneiden, aber mir ist leider aufgefallen, dass hier in dem Stück ein Riss drin ist. Und zwar kein richtiger Riss, den ich hätte später ausfüllen können, sondern so ein schräger. Das, was halt eben bedeutet, dass halt eben diese ganze Holzschicht hier oben quasi absplittert. Ich habe versucht, das Ganze zu flicken. Das hat nicht so gut funktioniert. Deswegen werden wir jetzt noch ein bisschen Holz zuschneiden. Werden auch dann direkt das Holz für das Gestell zuschneiden und vor allen Dingen als erstes mal hier oben das Teil, was jetzt halt eben noch fehlt. Und das kommt halt eben jetzt. Ein bisschen Holz auf dem Karren.
Eigentlich wollte ich diesen Schritt ein bisschen später ausführen, aber jetzt werden wir ihn doch direkt machen, weil das Holz ja jetzt schon zurechtgehobelt ist. Und ich werde das heute ein bisschen oder dieses Mal ein bisschen anders machen, wie man es vielleicht kennt. Werde ich euch jetzt aber sagen, warum. Ich muss natürlich noch ein Gestell bauen, damit das Ganze später da oben drin rumschaukeln kann. Und dafür werde ich auch hier diese 27er Blockware benutzen. Weil die aber nicht stabil oder stark genug ist, werde ich die einfach zusammenleimen, damit wir hier ein dickeres Kantholz quasi herstellen können. Das Ganze ist nur abgerichtet. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich später alles im Paket nochmal abrichten will, will da 90 Grad drauf hobeln und will dann das komplette Teil zu einem fertigen Kantholz hobeln. Deswegen habe ich jetzt das Ganze nur abgerichtet. Da kann ich mal ein bisschen Arbeit sparen. Auch dafür werde ich heute wieder ein paar Rohrschraubzwingen benutzen. Im Prinzip eigentlich nur aus dem Grund, weil ich halt eben nicht will, dass die einzelnen Bretter beim Verleimen so verschieben. Deswegen benutze ich jetzt hier die Rohrschraubzwingen, die verhindern das halt eben einfach. So, da will ich eigentlich im Prinzip alles in einen Satz Zwingen packen. Das heißt hier einmal die kurzen. Hier einmal die langen. Noch was zur Qualität vom Holz für dieses Gestell. Ihr könnt ja ganz gut erkennen, wir haben hier dennoch ein paar Fehler im Holz, wie zum Beispiel hier das Astloch, wir haben hier einen Ausriss, hier haben wir immer noch einen feinen Riss. Aber ich habe das alles jetzt so angeordnet, dass ich das später einfach drehen kann, dass diese Fehler auf der Unterseite sind. So kann ich dann wenigstens ein bisschen Holz sparen, ist in dem Fall jetzt auch nicht ganz so tragisch. Nur so für euch als Information, die Fehler, die werden einfach später auf dem Boden sein, da stören die keinen. Ich habe da was Neues und zwar, wo ist es dann? Habe ich hier mir aus dem Supermarkt tatsächlich so einen Leimroller gekauft. Den will ich dafür gerade mal ausprobieren. Für einen Werkzeugkanal, dass ich das jetzt auch ein paar Mal benutze. Da haben wir im Prinzip einmal den Aufsatz für Lamellus oder Flachdübel. Dafür ist das auch eigentlich gedacht, beziehungsweise dafür habe ich mir gedacht, das Ganze halt eben zu benutzen. Aber hier ist noch so ein Roller dabei. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal hier ausprobieren, ob das Ganze so gut funktioniert. Jetzt bin ich immer gespannt. Der Leim ist so extrem flüssig. Das kenne ich eigentlich nur von diesem Tightbond-Holzleim. Aber jetzt probieren wir das einfach mal aus. So, jetzt knallen wir alles mal zusammen. So, den Rest werde ich mit normalen Schraubzwingen machen. Man sieht jetzt erstmal, dass eigentlich nicht überall gleichmäßig Leim rauskommt. Aber das finde ich jetzt tatsächlich erstmal gar nicht so schlimm, weil das habe ich eigentlich oftmals, wenn ich Bretter verleime, wo die Kante hier noch sägerau ist, die ist halt eben nicht scharfkantig. Das bedeutet, der Leim kann sich auch eine Stufe weiter unten drunter ein bisschen rausdrücken. Zumal ich hier wirklich nicht so viel Holzleim aufgegeben habe. Ich werde das jetzt erstmal ruhen lassen. Wie gesagt, hier sieht es immer so aus, als ob da kein Holzleim rauskommt. Da kommt ja natürlich auch keiner raus. Aber muss nichts bedeuten, weil hier vielleicht der Holzleim einfach ein bisschen dünner war. Ich werde es jetzt einfach mal ruhen lassen. Später werden wir dann einfach das Ganze zusammen sehen. Und was ich auch immer ganz gerne mache, damit ich weiß, wie lange das in den Zwingen ist, ich schreibe mir einfach die Uhrzeit drauf. Als nächstes werden wir uns mal um die Verbinder kümmern. Wir werden hier für Flachdübel benutzen und ich habe meinen Plan extra alle Maße von links nach rechts gemacht, damit halt eben alle Teile entsprechend gleichmäßig auf diesen Teilen hier befestigt werden. Wir werden die Flachdübelfräsung machen und danach werden wir hier diese Teile nochmal hobeln, damit die ein bisschen dünner werden und wir da nicht Gefahr laufen, dass wir irgendeine Art von Versatz zwischen den Zwischenbretter zu hier unten diesen Querstreben haben. Wäre zwar nicht so das große Problem, man könnte das später noch schleifen, aber ich würde gerne alle Teile vorher schleifen, vorher fräsen, damit ich nicht anfangen muss, dazwischen mit Handschleifpapier alles halt eben nochmal anzupassen. Also Maße markieren und Flachdübelfräsung setzen.
So, bevor ich euch gleich alles zeigen werde, wie es zusammengebaut aussieht, also speziell die Teile, die wir auch gerade gefräst und geschliffen haben, da müssen wir mich als erstes jetzt hier noch die Seitenwände herstellen, denn ich will alles zusammenbauen, damit halt eben nichts irgendwie schief ist. Und deswegen wird es jetzt ziemlich cool, weil jetzt können wir mal wieder die Hobelbreite der großen Bäuerle wirklich auch nutzen. Und zwar müssen wir mich hier diese Paneelen einfach auf das entsprechende Maß noch fräsen, hobeln. Lego Mio, das war mal wieder ganz schön viel Arbeit. Das hier war der erste Teil. Im zweiten Teil werden wir das Babybett zusammen fertig bauen und das wird in den nächsten Tagen hier auf diesem YouTube-Kanal erscheinen. Jetzt könnt ihr aber schon auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Dort werdet ihr dann zu WatchBetter weitergeleitet und könnt euch den zweiten Teil jetzt schon verfrüht anschauen, bevor er hier auf YouTube erscheint. Also, unten könnt ihr auf den Link klicken. Auf YouTube geht's in ein paar Tagen weiter.